Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Planet Firework. Heute mal ein kleiner Test von einem romantischen T1-Artikel. Das Ganze nennt sich Feuersäule Nummer 1 von der Firma Blackbox. Ne? Und mein Bruder Nico wird das ganze Ding jetzt erstmal ganz romantisch zünden. Ja, dann such dir mal eine geeignete Stelle dafür und dann hauen wir mal an das Ding. Das Ding geht gleich ordentlich zur Sache. Also fängt nicht erst wie die meisten Sprühartikel erst verhalten an, sondern es geht gleich zur Sache. Schon mal sehr, sehr geil. Sehr raucharm auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt. Und so Auspuffshöhe ist ungefähr so bei, ich würde sagen, 3 Meter. Könnte sogar noch steigen auf die 4 Meter. So sieht es jedenfalls schon aus. Unten haben wir eine schöne blaue Bengalbasis und das war es auch schon. Aber auf jeden Fall ein ganz edler Artikel, der sehr raucharm ist. So Leute, jetzt zünden wir den nächsten Artikel. Das ist der Feuerkegel Nummer 1 von der Firma Blackbox, der eine schöne blaue Bengalbasis haben soll. Ne? Blaue Bengalbasis ja. Haben soll. Und ist auch, glaube ich, ein T1-Artikel, ne? Yep. Ja, genau. Ja, dann stell den mal hin und dann gucken wir mal, was das Teil so kann. Ne? Michelle zündet. Das sind alle ein Scheiß. Oben einfach. Da ist die blaue Bengalbasis. Oh, der Sound ist ganz cool. Ist auch schön raucharm. Oh, der hat locker die 4 Meter. 4 bis 4,5 Meter locker. Oha. Ach du Kacke, Alter. Nee, soll er auch eigentlich nicht, aber das ist dann wohl eine neue Charge, die mit Abschussknall ist. So, als nächstes haben wir hier auch mal wieder was ganz Exotisches, also was richtig Feines von der Firma Pyroland. Könnt ihr hier unten nehmen, das ist das Breslauer Handfeuer in der Variante Grün. Und das testen wir jetzt auch mal. Da ich der Kamera. Mann bin, kann ich das Ding natürlich nicht selber halten. Dementsprechend kommt Nico in den Genuss. Oh, das ist richtig geiles Grün. Das ist ja richtig fett. Das ist schön rippig hell, Alter. Oh! Zieht euch das rein, wie hell das ist. Oh, Wahnsinn. Aber auf jeden Fall geil. Richtig geiles Grün. Gebt euch das mal, Leute. Au! Ja, du sollst eher auf den Feuerwerkskörper achten, statt auf das Handy. Ja, das ist Aufmerksamkeitsgeil. Hier haben wir das Ganze nochmal in der Variante Weiß. Ja, passend zu deinem Outfit, ne? Passt doch. Ober, weiße Schuhe. Ja gut, die Hose, ja, na ja, gut. Aber die kannst du auch ausziehen. Zum Geht auch. Nix ist. Halt mal weiter höher. Alter Schwede, das ist ja richtig grell. Freiheitsstatue. Ja. Boah, die ist ja noch krasser als die grüne Variante. Ja, kannst ruhig ein bisschen posen, so. Wenn du beim Shooting bist, so auch ein paar erotische Züge machen. Ach, das ist erotisch. Sehr erotisch. Das hat auch so eine so Art Silberfunken diesmal aber raus. Also die haben noch so einen positiven Nebeneffekt. Seht ihr das? Geil. Aber auch verdammt grell. So, wir hauen jetzt auch gleich mal die Variante in Gelb nochmal hinterher. Ja, Michelle ist jetzt voll dabei und voll gierig drauf. Ich mal bin gucken. Richtig gierig. Ja, ne? Mal gucken, ob die auch so schön grell ist. Und wie krass die Farbe Gelb ist. Also alle Breslauer Handfeuer scheinen da irgendwie nebenbei noch so verschiedenste Arten von Funken rauszuhauen. Hier ist so ein ganz verhaltenes, ja, so ein ganz verhaltenes Silberfunken nochmal, wie bei der Variante Weiß. Aber auch richtig geiles Gelb. Ja, es lädt halt gerade dazu ein, ne? Ein bisschen rumzuspinnen damit. Gibt so diese Farbe her? Ja, auf jeden Fall.
Und sie freut sich. Ja, leuchtende Stäbe finde ich toll, ne? Was? Leuchtende Stäbe finde ich toll, ne? Grüne Stäbe. Da sage ich ja immer wieder, da kann man auch von Röder die Knalltüten nehmen, ja, die so schön leuchten im Dunkeln, da kannst du schön Star Wars spielen.